Ich sag mal so, in meinem Behandlungsteam oder jetzt auch bei Frau Dastan, schwierig, ey. Also bisher hat das Frau Schmitz hingekriegt mit Azubin. Und die Frau Stollenberg wird das hoffentlich mit unserer Azubine in Bettburg auch hinkriegen. Wobei das auch immer grenzwertig ist, dann sind die am Stuhl richtig, richtig gut und vernachlässigen die Schule. Das hatten wir alles schon. Man konnte sich auf die verlassen, aber dann fehlt da irgendwie vielleicht, ich weiß, es ist auch manchmal zu anstrengend, ich weiß es nicht, oder da fehlt die Struktur oder die Ordnung, dass man zu Hause auch Sachen nochmal nachliest und auch in der Schule irgendwie performt. Wir reden gerade über Teams und Gruppen und über Verklumpungen und dass wir im Grunde genommen zum ersten Mal auch ein richtig krasses Mitarbeiterproblem haben. Und wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um? Ich habe zum Beispiel eine Bewerbung auf dem Tisch, die bewirbt sich als Zahnärztin. Unter Umständen muss die erstmal ein halbes Jahr assistieren. Tue ich mir noch ein bisschen schwer mit. Seinerzeit habe ich das mit dem Herrn Rasser gemacht, das hat dem ja auch nicht geschadet irgendwie. Ne? Vielleicht muss man das dann so machen. Frisch von der Uni oder? Die hat anderswo, also das ist jetzt eine Kandidatin, hat auch in Köln studiert, hat aber anderswo schon 6 Monate gearbeitet. Die hat eine Ausbildung. Ich, bei der ist auch der Vorteil, ich habe den Programm noch nicht gelesen, die hat Ausbildung als Zahnarztin oder so, also die kennt das auch alles. Und dann hat die angefangen erst zu studieren. Die hat erst die Ausbildung als Zahnarzt, also die kommen nächste Woche zum Vorstellungsgespräch. Okay. Ja, die Problematik an der ganzen Geschichte wäre, wenn sie jetzt, also das wäre ja so quasi assistieren mit Zahnarztstatus. Kann man ja mal sagen, hier mach schon mal taub, leg schon mal die Fädchen und mach schon mal die Füllung. Das kann man ja machen, aber das ist halt auch für die jetzt nicht so wie der Alexow jetzt bei uns hier, die Assistenzzeit irgendwie angefangen hat. Der wurde ja direkt ins kalte Wasser geschmissen und der musste zusehen, dass er nicht ertrinkt. Ja, muss man gucken. Das hat sich aber, glaube ich, auch so ein bisschen verändert, weil ich habe jetzt auch mit vielen Leuten, die jetzt in den letzten 2 Jahren fertig geworden sind, wenn ich mit denen gesprochen habe, ganz oft haben die Chefs beim Vorstellungsgespräch gesagt, wir würden sie super gerne einstellen, wir haben aber keine Helferin. Wir sind auf der Suche, entweder gewöhnen sie sich ein paar Monate, wenn sie diesen Job wollen, oder sie fangen an und müssen dann ein bisschen assistieren und wir wissen nicht, wie lange die Reise dauert. Und wenn die sich dann darauf bewusst einlassen, sind ja schon einmal alle Karten auf dem Tisch. Es kommt halt dann darauf an, wie flexibel die Person ist und wie gerne die dann hier in dieser Praxis arbeiten möchte. Aber das habe ich jetzt auch schon bei allen. Also ich finde aber auch, wenn die assistieren, werden die auch ja, das hat dem Herrn Rasser super getan. Also der Herr Rasser, der kann man auch mit 1 zu